Sehr geehrte Abgeordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich kann der Frau Raschkowski in vielen Punkten, die sie eben genannt hat, zustimmen. Seit geraumer Zeit sind Mietsteigerungen, knapper werdender Wohnraum, vor allem für Menschen mit niedrigen Einkommen, sowie das Fehlen eines dem Bedarf entsprechenden Sozialwohnungsbestands Thema in der Stadt. In den letzten 5 Jahren ist der Sozialwohnungsbestand um nahezu ein Drittel zurückgegangen. Wohnungsnot ist in Kassel inzwischen kein Fremdwort mehr. Ernsthafte Schritte sind nötig und wir wären die Letzten, die schmollen würden, wenn andere Fraktionen gute Anträge dazu einbringen. Auch die Tatsache, dass der heute zu diskutierende Antrag der SPD-Fraktion bei seiner Einbringung im Februar mitten im OB-Wahlkampf ja nichts anderes war als ein mit heißer Nadel gestricktes Minimalpapier, mit dem die SPD versuchte, unseren Antrag zur Sozialwohnungsquote auszuhebeln und den Forderungen von Mieterbund und DGB scheinbar ein kleines Stück entgegenzukommen, die sich im Vorfeld für unsere Forderung einer verbindlichen Sozialwohnungsquote bei Neubauten ausgesprochen hatten, würde per se nichts an unserer lösungsorientierten, offenen Haltung ändern. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die SPD-Fraktion, unmittelbar bevor sie diesen Antrag in die Welt gesetzt hat, einen Kompromissvorschlag rundweg abgelehnt hatte, den Vertreterinnen der Grünen, der Linken und der SPD ausgehandelt hatten und der wenigstens einen Einstieg in konkrete wohnungspolitische Maßnahmen bedeutet hätte. Unabhängig von dieser etwas ärgerlichen Vorgeschichte würden wir diesem Antrag also zustimmen, wenn er denn tatsächlich einen konkreten Schritt bedeuten würde, um die Wohnungsnot zu bekämpfen, den Anstieg der Mietpreise zu stoppen und neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Leider aber tut er gerade dies eben nicht. Stattdessen reden wir heute über einen dieser zahnlosen Prüf- und Berichtsanträge, deren Funktion es in aller Regel ist, abzuwiegeln, aufzuschieben, Gras über eine Sache wachsen zu lassen. Der Antrag, der richtigerweise eigentlich erste flüchtige Gedankenskizzen für möglicherweise auch ohne verbindliche Regelungen bezahlbaren Wohnraum heißen müsste, enthält tatsächlich keine einzige konkrete Maßnahme, um das genannte Ziel, neue Sozialwohnungen zu schaffen, verwirklichen zu können. Wissen Sie, ich will jetzt ja gar nicht hämisch auf Ihrem Bundestagswahlergebnis rumhalten. Sie haben es ja gerade schon schwer gemacht. Aber in Anträgen wie diesen wird natürlich auch das ganze Problem der SPD hier bundesweit deutlich. Sie sprechen immer gerne und vor allem in Wahlkämpfen von Gerechtigkeit, bezahlbarem Wohnraum, Renten, von denen man leben kann und so weiter und so fort. Aber wenn man dann sieht, was dabei dann praktisch und konkret herauskommt, ist es meistens so etwas wie das hier. Ein dünnes Papier ohne Maßnahmen, die irgendjemandem wehtun oder nutzen und noch dazu eines, das hauptsächlich der Abwehr weitergehender Schritte gibt. Meine Fraktionskollegin Violetta Bock hat ja auch schon vorhin in der Debatte über die Jägerkaserne darauf hingewiesen und man muss es wohl noch öfter betonen. Auf dem entsprechenden Areal wird entgegen bester Absicht und dem Willen des Ortsbeirats Wehrheim nicht eine einzige Sozialwohnung entstehen, weil es eben keine wirksame Handhabe gibt, einen unwilligen Investor dazu zu verpflichten. Und selbst schon dieses Beispiel müsste Ihnen doch eigentlich zu denken. Wir hätten ja theoretisch noch versuchen können, mit Änderungsanträgen die Gemeindeplätze in diesem Antrag mit konkreteren Inhalten zu füllen. Aber mit Verlaub, es wäre vergeblich gewesen. Auch, dass Ihnen, nachdem die ursprüngliche Deadline Mai 2017 für die Vorstellung der Ergebnisse bereits abgelaufen ist, nichts anderes eingefallen ist, als den Magistrat aufzufordern, zeitnah von seinen Erkenntnissen zu berichten, was auch immer zeitnah auch heißen mag, spricht dafür, dass Sie eigentlich weniger an politischen Konsequenzen aus diesem Auftrag interessiert sind, als vielmehr das Thema in diesem Gremium hier möglichst geräuschlos abschließen zu wollen. Aber mit dieser falschen Zurückhaltung erweisen Sie nicht nur den richtigerweise in dem Antrag genannten Gruppen, also Menschen mit niedrigen Einkommen, Studierende und jungen Familien, einen Bärendienst, sondern auch Ihrer eigenen Glaubwürdigkeit. Also, wenn Sie nicht nur an der Wohnungssituation vieler Menschen in dieser Stadt, sondern auch Ihrer eigenen Glaubwürdigkeitskrise etwas verbessern wollen, dann haben Sie doch einfach mal den Mut, Anträge einzubringen, die tatsächlich verbindliche Rahmungen für die Schaffung von Sozialwohnungen setzen und einen wohnungspolitischen Aufbruch bedeuten. Und diesen werden wir dann gerne zustimmen. Den hier vorliegenden Antrag werden wir nicht ablehnen, denn er richtet letztlich so wenig Schaden an, wie er den betroffenen Menschen nutzt. Aber mehr als eine Enthaltung ist in dem Fall von unserer Seite aus